Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Jo, wir spinnen uns mal zurück zum Hauptgang. Ich hoffe, jetzt kommen nicht nochmal Gegner, aber nee, kommen nicht nochmal. Genau, und vom Hauptgang aus, also was heißt Hauptgang, ne? Also dieses komische kleine Treppenhaus hier. Gehen wir erst einmal hier rechts rein. Bevor wir jetzt oben die Tür aufschließen. Na, schau mal einer an! Ein Gefängnis! Tja. Hier kann man nur irgendwie nicht so wirklich was machen, glaube ich. Sieht jedenfalls nicht so aus, als könnte man. Hier vorne ist ein Riss in der Wand. Okay, nee, also hier geht's nicht weiter. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal nach oben. Und schauen mal, was hinter der Tür liegt, die vorhin noch abgeschlossen war. Oder die ist immer noch abgeschlossen, aber jetzt haben wir halt den Schlüssel dabei. Jo. Wo ist denn Cooper? Ah, da vorne. Der hat ein bisschen länger gebraucht, der ist ein bisschen lahmarschig. Und? Oh! Was war das denn? Also auf jeden Fall einer der Cooper-Brüder. Das ist perfekt, glaube ich. Oh nein, sieht so aus, als sei Mario hier. Wir sind auf einer ganz anderen Ebene. Jo, wir sind weiter unten. Vorne ist wieder so ein Riss in der Wand. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir einfach mal von unten nach oben durch und schauen mal, was wir hier so finden. Oh, ein Speicherblock. Das ist ja tatsächlich ganz nützlich. Haben wir schon länger nicht mehr gespeichert. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir vor dem Schloss hatten wir, glaube ich, einen Speicherpunkt. Geht sogar einigermaßen. Trotzdem ganz nett. Jo, was hat er denn gerade gemacht? Er hat hier irgendwas an diesem Fragezeichenblock verändert. Da ist der gerade irgendwie dran gewesen, der Cooper-Bruder, und hat da irgendwie rumgewerkelt. Gehen wir mal erstmal nach links. Ach, hier ist... Ah! Schaut mal, hier ist der Bereich, wo wir die Treppe runtergelassen haben. Und da habe ich mich letztes Mal noch so geärgert, dass ich hier oben nicht alles angeschaut habe, beziehungsweise nicht alles anschauen konnte. Weil ich so ein bisschen vorschnell war mit der Treppe. Ja, dann können wir uns hier oben ja doch noch ein bisschen umschauen. Ja, bei den Bob-Oms müssen wir natürlich weiterhin ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erst einmal hier vorne den Cooper kaputt. Ja. Ein Angriff noch von Cooper. Wäre natürlich ganz schön, wenn wir uns hier irgendwo mal heilen könnten. Also wenn hier irgendwie so ein Herzchenblock wäre. Hab bis jetzt immer noch keinen gesehen. Ach, andererseits, also hier wird ja wohl irgendwo einer sein. Ich meine, die werden ja jetzt hier nicht einen kompletten Dungeon gebaut haben, ohne zu bedenken, dass manche Spieler sich hier heilen müssen, weil sie so ein bisschen unvorsichtiger sind wie ich. Wer denkt denn mal an mich? Ja, natürlich Action-Kommando weiterhin immer so 50-50-Chance, ob ich das schaffe oder nicht. Ja, wobei ich habe aber auch so einen leichten Input-Lag von der Aufnahmekarte und meinem PC. Also wenn ich das Bild sehe, da ist immer so eine, weiß nicht, eine halbe Sekunde zwischen oder so. Ich will jetzt natürlich nicht rumjammern oder das auf irgendwas Technisches schieben, aber das ist schon, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dann wirklich den Moment abzupassen. So, abgeschlossen. Du kannst sie nicht öffnen. Boah, sehe ich erstmal auch so. Tja, Leute, ich glaube, da müssen wir wirklich hier vorne an das Fragezeichen. Also. Oh, nö. Damit hatte niemand gerechnet. Loser, geschieht dir ganz recht. Du bist darauf reingefallen. Oh, da stecken die kleinen Papierfritzel im Boden. Oh, was war das? Wo kommen die denn her? Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst, aber bist du nicht Mario? In einer Million Jahren hätte ich nicht erwartet, eine Berühmtheit wie dich an einem solchen Ort zu treffen. Wer? Ich?
Mein Name ist Bombette. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin ein Bobomb. Schön, dich kennenzulernen. Aha, das ist also Bombette. Sehr freundlich. Oh, hier können wir uns auch endlich mal heilen. Ja, schau mal eine an. Vorhin habe ich mich noch beschwert, dass ich das nirgendwo gefunden habe. Diese stinkenden Cooper-Brüder haben uns zu viel harter Arbeit gezwungen. Wir mussten 25 Stunden am Tag schuften. Niemandes Leben sollte nur aus Arbeiten bestehen. Ich brauche Freizeit, um etwas zu erschaffen, wodurch sich die Welt an mich erinnern wird. Bumm! Vor allen Dingen auch ganz nette Bob-Obs, die hier rumlaufen. Oh, wie lange müssen wir noch in dieser Zelle bleiben? Langsam verliere ich die Hoffnung. Und ich bin so hungrig und traurig und zornig und wütend. Langsam erfüllt mich Zorn. Ach, ich bin jetzt wirklich sauer. Ich will raus, raus, sofort. Hört ihr mich, Koopas? Wir Bobombs wurden hier von den Cooper-Brüdern eingesperrt. Wir konnten nichts dagegen tun. Früher waren die Cooper-Brüder wirklich cool. Aber Cammy Cooper mag sie und ja, jetzt sind sie total eingebildet. Vorher waren sie einfach nette Jungs aus Cooperheim. Das hat völlig gereicht. Vielleicht hat sie das Verlangen nach Abenteuern einfach übermannt. Es tut mir leid, aber ich werde mich den Tyrannen nicht mehr fügen. Diese Cooper-Brüder können den Stolz eines Bobombs nicht brechen. Daher setze ich all meine Kraft ein, um einen Weg zu finden, hier herauszukommen. Ah, der Winkel, die Vektoren. Oh, es ist so kompliziert. Gleich geht mein Kopf in die Luft. Bitte nicht. Das wäre jetzt relativ schlecht für uns. Also hier vorne haben wir auf jeden Fall was, was wir sprengen können. So, was ist denn mit Bobette? Was sagst du? Warum ich hier eingesperrt bin? Ganz einfach, weil ich eine potenzielle Gefahr bin. Zumindest für diese schlappschwänzigen Cooper-Brüder. Zuerst habe ich, ebenso wie die anderen Bobombs, nur hier gearbeitet. Aber diese Cooper-Brüder, als Bowser an die Macht kam, haben sie angefangen, uns zu tyrannisieren. Ich konnte es nicht mehr ertragen, also bin ich einfach neben ihnen explodiert. Tja, das war wohl ein Fehler. Die Cooper-Brüder fanden das ehrlich gesagt nicht sehr komisch. Und deshalb sitze ich jetzt im Kittchen. Ach, dann haben sie auch noch die anderen Bobombs angesperrt, weil sie einen Aufstand befürchteten. Ach, eine Bobomb-Rebellion. Was sagst du dazu? Oh, Verzeihung. Ich weiß, es ist eine lange Geschichte. Aber egal, Mario. Wir wollen hier raus. Glaubst du, dass du uns bei unserer Flucht helfen könntest? Oh, bitte. Wenn du uns hilfst, verspreche ich auch, dir zu helfen. Ja, Siggi. Oh, wie schön, Herzchen. Von jetzt an wollen wir für immer Freunde sein. Wir werden ein super Team sein, Mario. Bombette gehört zum Team. Drücke nach unten, um Bombette auf einen explosiven Spaziergang zu schicken. Sie kann manche Wände und Felsen sprengen oder Schalter zeitverzögert aktivieren. Im Kampf kann sie einen Gegner am Boden mit Body Slam angreifen oder mit Bombe gehörig Respekt einflößen. Jetzt lass uns überlegen, wie wir von hier verschwinden können. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, was meine Spezialität ist. Wie dumm von mir. Ich kann explodieren. Pass mal auf. Wenn du irgendwo Sprünge in einer Wand siehst, kann ich sie wahrscheinlich zum Einsturz bringen. Versuchen wir es doch mal hier. Schnauf, schnauf, geh in Deckung. Na dann, springen wir das doch mal. Ah! Das war's. Bombette ist weg. Nein, da ist sie wieder. Hast du es gesehen? Weißt du jetzt, wie ich dir von Nutzen sein kann, Mario? Oh, ein Fluchtweg. Nun, ich habe bis jetzt noch nie daran gedacht, es auf diese Weise zu probieren. Ich war so wütend, dass ich immer nur an derselben Stelle in die Luft gegangen bin. Tihi, ach, das war vielleicht ein bisschen blöd. Naja, egal. Hauptsache, wir können jetzt von hier verschwinden. Das gilt für uns alle. Vielen Dank, Mario. Von jetzt an werde ich dir folgen und dir helfen, wo ich nur kann. Ruf nach mir und ich bin da. So, genug geplaudert. Ich habe noch eine Rechnung mit den Cooper-Brüdern zu begleichen. Ja, haben wir zufälligerweise auch. Das ist natürlich ganz praktisch. Also wir haben die kleine süße Bombette jetzt in unser Team und in unser Herz geschlossen. Oh nö! Was soll der Krach?
Falls ihr Bob-Oms es vergessen habt, innerhalb der Festung ist es mit Ausnahme von Notfällen strikt untersagt zu explodieren. Was zur... Mario, was machst du denn hier? Nichts Gutes, würde ich sagen. Los, alle auf ihn! Na denn, probieren wir nochmal die Fähigkeiten von Bombett hier aus. Also, Bombe! Nö, ist eine Single-Target-Fähigkeit. Ich dachte, das wäre jetzt... Ich dachte, das wäre eine Fähigkeit, die alle angreifen würde. Ne, dann nehmen wir doch Cooper. Moment, wir probieren mal den Powerhüpfer aus. Ich kann ja noch mal... Nein! Ach, verdammt! Ich kann mich ja noch mal heilen gehen direkt hier nach, wollte ich gerade sagen. Oh, schon wieder das Action-Kommando nicht hingekriegt. Das ist aber auch schwer. Tja. Okay. Powerblock und dann sind sie weg. Na, sieh mal einer an. Das hat ja toppi funktioniert. Jo, 68 Erfahrungspunkte haben wir insgesamt schon wieder. Jetzt gehen wir uns, wie schon gesagt, einmal nochmal kurz heilen. Weil wenn wir schon die Option haben, warum sollten wir es dann nicht auch ausnutzen? Der Kamerawechsel ist hier übrigens ein bisschen seltsam. Da wird mir ein bisschen schlecht dabei, wenn die Kamera sich hier so komisch dreht. Naja. Bleib jetzt erstmal einfach auf Cooper. Ja. Wo haben wir denn überall Stellen, die wir sprengen können? War nicht weiter vorne irgendwo so eine Stelle? Hier, genau. Also wechseln wir mal auf mein Bett rüber. Und ja, wir versuchen jetzt einfach mal hier die ein oder andere Stelle zu sprengen. Und wir haben auch schon einen Festungsschlüssel bekommen als Belohnung dafür. War hier noch irgendwas Sprengbares? Ach, hier vorne, ja gut. Da haben wir uns ja schon hingetrickst, also da hinten waren wir ja schon. Ich mach's jetzt der Vollständigkeit halber trotzdem mal auf. Hier ist noch was. Wie kommen wir jetzt dahin? Ah, Moment, hier, da können wir aber nicht rauf. Kann ich sie da hochwerfen? Nee. Ja gut, Leute, dann gehen wir jetzt erst einmal weiter. Also wir gehen jetzt mal auf die obere Etage zurück. Wäre jetzt so mein persönlicher Vorschlag. Ja, wenn wir oben sind, dann gehen wir mal so ein bisschen weiter und, dann werden wir schon irgendwo eine Stelle finden, die wir nochmal sprengen können. Nee, Moment, hier ging es zum Speicherpunkt. Beziehungsweise war da hinten noch was Sprengbares? Ah, da war auch noch was, genau. Na dann, Bombett. Walte deines Amtes. Boah, eine Schatztruhe. Nice. Und zwar ein Rabattorden. Für verbrauchte Items werden einige Münzen zurückerstattet. Ja, ist doch gar nicht mal schlecht, ne? Also haben wir noch einen zusätzlichen Bonusorden hier quasi bekommen. Bei unserem kleinen Schlossdurchlauf. So. Jetzt sind wir wieder an der Stelle mit der Tür. Ja, wir haben ja jetzt den Schlüssel. Das heißt, wir können ja jetzt auf der anderen Seite auf jeden Fall ein bisschen weiter gehen als vorher noch. Die Gegner sind übrigens alle noch besiegt. Das finde ich ganz praktisch. Also man muss sie jetzt nicht immer wieder angreifen. Boah, jetzt sind wir aber in einem Bereich, wo waren wir... da waren wir noch gar nicht. Ah, Moment. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen hin und her switchen. Ah, sieh mal eine an. Also ein Rätsel, für das wir jetzt Cooper brauchen. Oh, das war aber knapp. Da bin ich fast runtergeflogen. Ah, vielleicht mal ein bisschen weiter nach vorne stellen. Ja, aber läuft. Okay, das machen wir jetzt noch einmal. Und dann können wir weitergehen. Ja, wie man da unten hinkommt, weiß ich ehrlicherweise immer noch nicht. Ah. Hier ist auf jeden Fall noch ein Schalter.
Schaut mal. Da lässt man die Treppe nach unten. Okay, ja, dann ist natürlich klar. Ich denke mal, dann ist das hier eine Abkürzung zu dem ursprünglichen Hauptraum, also zu dem, wo wir reingegangen sind. Würde ich jetzt einfach mal so raten. Ist das so? Ja, 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 ja. Das heißt, hier können wir jetzt den Schlüssel holen mit der lieben Bombette. Jogurette Bombette. Ja, okay. Nächster Festungsschlüssel. Und damit können wir dann oben direkt wieder weitergehen. Wobei das Rätsel jetzt hier genau genommen irgendwie ein bisschen überflüssig ist. Aber, ja, keine Ahnung. Ist ja auch kein richtiges Rätsel, ne? Der Schlüssel war jetzt einfach nur am, am Boden. Schau mal, hier. Ach, da geht's auch nochmal weiter. Ah, schau mal einer an, wie cool. Da war unter Wasser eine Treppe. Wie nice ist das denn bitte? Das ist ja mal mega, mega cool. Ja, dann machen wir die doch hier einfach mal fertig. Ich probiere nochmal den Powerhüpfer aus. Oh, oder funktioniert das nicht, wenn man die Initial angreift? Kann das sein? Oh, hier muss ich A drücken, so schnell wie möglich. Boah, 5 Schaden macht die. Boah. 5 Schaden kommt hier vom Bombett raus. Jedenfalls, wenn man das A komplett auflädt. Beziehungsweise 4 Schaden waren das jetzt. Naja, keine Ahnung, warum das jetzt unterschiedlich viel war. Ja, ist aber auf jeden Fall ganz nett. Also ganz coole Attacke. Vielleicht sollten wir doch übrigens alle Gegner mal eben platt machen, weil wir... Ja, wir sind fast... Wir haben fast ein Level-Up schon wieder. Ich denke mal, oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kommt jetzt auch bald der Boss-Fight. Und da wäre es vielleicht ganz nett, wenn wir nochmal einen Level mehr hätten. Übrigens, das Action-Kommando von Bombette, das kannte ich jetzt einfach gerade nicht. Oder es ist mir nicht bewusst gewesen, dass das A gedrückt halten war. Heißt, bei Bombette läuft das Ganze ein bisschen anders ab als bei Cooper und bei Gumbario. Da muss man den A-Knopf gedrückt halten und dann im richtigen Moment loslassen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Body Slam, genau. Halte A gedrückt und lass los, wenn das Sternchen aufleuchtet. Ah, nein! Was war das denn für ein peinlicher Versuch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so ist das manchmal, ne? Jo! Wenigstens mit dem Verteidigen haut das irgendwie hin. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Also nur mal einen Sprung. Aber wenigstens schon mal einen weniger. Ah, schau mal eine an. Jetzt funktioniert das hier auch mal. Zumindest theoretisch. Ich hätte den wahrscheinlich erst umschmeißen müssen. Ja, ich sag ja, mit dem Verteidigen, das geht schon ganz gut eigentlich. Tjo. Dann wissen wir auch gleich, wie viel Schaden sie mit einem Standardangriff macht, die liebe Bombette. Oh, 2. Ja, 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 2 ist schon okay. Ich habe übrigens das Gefühl, man muss bei dem Verteidigen auch so ein bisschen den Knopf gedrückt halten. Also es reicht irgendwie nicht aus, wenn man das nur so ganz leicht antippt, sondern man muss wirklich... Ja, also man muss so ein bisschen den Knopf gedrückt halten, damit das Verteidigen überhaupt auch durchgeht. Hab übrigens gerade die Explosion verteidigt, falls es jemand nicht gesehen hat. Jo. Das kriegen wir jetzt aber hin, ne? Ah, bei dem Action-Kommando ist es genau dasselbe. Man muss tatsächlich so ein bisschen länger drücken. Oh, Bombette ist selber explodiert. Kann das sein? Oh nö, die ist selber explodiert, die Kleine. Na gut, die hat ja keine HP. Also Mario ist ja der Einzige, der hier Kraftpunkte hat. Also HP, KP, ihr wisst ja Bescheid. Jo, gehen wir nochmal weiter nach oben. Wäre natürlich ganz nett, wenn wir uns hier auch nochmal irgendwo heilen könnten. Bombette, wo bist du? Ah, die hat noch kleinere Füßchen als ich, glaube ich. Oder?
Ach, wobei geht sogar. So kleine Füße hat die gar nicht. Ah, ich denke mal, hier geht's weiter. Was ist denn hier vorne noch? Oh, das ist ein Orden! Oh, da ist noch ein Orden. Irgend so ein kleiner Hammer mit einem C. Also nicht mit einem C wie bei einem Fuß, sondern mit einem C, der Buchstabe C. Ja, schauen wir uns das doch mal an. Jetzt kriegt sie wahrscheinlich wieder diese Explosion ab, ne? Kann das sein? Ja, ja, ja. Auch die Arme. So ein bisschen tut sie mir ja durchaus leid, die Kleine. Ah, Moment, dein Partner wurde verletzt und kann sich nicht bewegen. Ja, sie kriegt keinen Schaden, aber sie muss eben dann eine Runde aussetzen. Wenn sie richtig kassiert hat. Ja, ist jetzt so. Haben wir auf jeden Fall auch gelernt. Nice, nochmal verteidigt. So, jetzt fehlen uns noch 14 Erfahrungspunkte bis zu unserem epischen Level-Up. Und da ist der Schlag-Plus-Orden. Erhöht Marios Hammerangriffskraft um 2. Boah, das ist schon... Boah, das ist schon gut. Das ist schon wirklich gut. Vor allen Dingen, der kostet nur einen Ordenspunkt, der Orden. Boah, so viel Schaden von so einem... Von so einem Orden. Das ist schon echt übel. Was haben wir hier? Hey, da sind sie alle! Sieh an, Mario. Ich hätte nicht darauf gewettet, dass du es bisher schaffen würdest. Puh, hör auf, so süffisant zu grinsen. Du hast uns überrascht. Glaub mir, wir werden mit dir den Boden aufwischen. Wir sind cooler als Eis. Ja, Jungs, Feuer frei. Oh nö! Haben wir hier abgeballert? Boah, ganz viele Kugelwillis. Erstmal hier unten gucken. Kann man das sprengen? Natürlich kann man es sprengen. Aha, Ahornsirup. Köstlicher Sirup. Stellt 10 BP wieder her. Ja, warum nicht? Benutzen wir einfach mal. Beziehungsweise, Moment, muss ich aus dem richtigen Item-Menü wahrscheinlich machen. Da, genau. In dem anderen Menü kann man sich das nur anschauen. Wir wechseln aber einmal ganz kurz den Pater auf Cooper. Ich gehe mal davon aus, wir müssen gegen die hier kämpfen wahrscheinlich. Gegen die Kugelwillis. Tjo. Greife ich die denn an? Ah ja, er trifft die auf jeden Fall auch. Oh nice, das war's schon. Oh, man kriegt aber nur 3 Erfahrungspunkte von denen. Ah, das ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Aber wir farmen die mal so ein bisschen ab, würde ich sagen. Wir können uns auf jeden Fall unser Level-Up noch besorgen. Bei den kleinen Kugelwillis. So, also wir machen jetzt einfach die ganze Zeit diesen Power-Panzerstoß. Das ist ja jetzt nicht so, nicht so super schlimm, wenn wir das hier wasten. Also die ganze Zeit unsere Blütenpunkte hier investieren. Weil wir uns ja gleich sowieso wieder voll heilen können und dann ist es ja wieder in Ordnung. Ist natürlich schade, dass die jeweils nur einen Erfahrungspunkt geben. Weil es dadurch natürlich relativ lange dauert. Aber 2 Kämpfe müssten wir jetzt noch brauchen, kann das sein? Na, wir sind jetzt bei 95, das heißt, bei dem nächsten Kampf oder nach dem nächsten Kampf sind wir bei 98. Ja, komm schon! Jo, und nach dem Kampf leveln wir dann. So. Ja, das war ja mal sehr erfolgreich. Und ich würde jetzt vorschlagen, bei dem nächsten Level-Up nehmen wir wieder die Blütenpunkte. Ich wollte eigentlich erst die Ordenspunkte nehmen. Werde ich jetzt aber doch nicht machen. Weil ich jetzt keine Orden habe, die ich jetzt noch ausrüsten müsste. Ich meine, dieser eine Schlag-Plus-Orden, der ist ziemlich gut. Dieser Sprung-Orden ist ziemlich gut. Und die reichen mir eigentlich auch erstmal. Von daher leveln wir also die Blütenpunkte. Wo sind sie denn? Da vorne, maximalen BP.
Aber jetzt dürfen wir auch mal... Nein, ich wollte ausweichen. Boah, wie viel Schaden man da futtert. Na komm, dann machen wir hier nochmal weiter. So. Ach, 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 Kugelwillis. Die Kugelwillis. Wenigstens explodieren sie direkt, wenn sie einen berühren. Die fackeln nicht lange rum. Die diskutieren nicht mit uns. Ach, da oben sind auch Kanonen. Ich denke mal, die Kanonen müssen wir wahrscheinlich angreifen. Speichern wir aber erst einmal und heilen uns hier mal einmal ganz kurz. Und, ja, ich würde sagen... Dann werden wir jetzt diese Kanonen hier mal angreifen. Und das tun wir auch, aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Paper Mario. Euer Huxel. Ciao.